Okinawa. Eine japanische Inselgruppe, die kaum einer kennt. Dabei ist das Tropenparadies voller Attraktionen. Traumhafte Landschaften, exotische Tiere und eine atemberaubend schöne Natur. Die Menschen hier leben von und mit dem Wasser, engagieren sich für das Überleben ihrer Inselwelt. Das Korallensterben betrifft nicht nur Japan, sondern die gesamte Welt. Ein Ort voller Traditionen und der Geburtsort der wohl berühmtesten Kampfsportart der Welt, Karate. Unser Meister ist weltberühmt. Nirgendwo auf der Welt werden die Menschen älter als auf Okinawa. Ich hoffe, dass ich mindestens 100 Jahre alt werde. Okinawa, das etwas andere Japan. Die japanische Präfektur Okinawa besteht aus rund 160 Inseln. 49 von ihnen sind bewohnt. Die zweitgrößte ist Iriomote. Sie besitzt in etwa die Fläche von Malta und ist fast vollständig von Dschungel- und Mangrovenwäldern bedeckt. Ein tropisches Naturparadies. Und das in Japan. Hi, mein Name ist Morimoto Takaosa. Takafusa Morimoto ist Naturschützer. Seit Jahrzehnten kümmert er sich darum, dass die Tier- und Pflanzenwelt der Insel intakt bleibt. Besonders am Herzen liegen ihm die etwa 100 Iriomote-Katzen, eine äußerst scheue Wildkatzenart, die es nur hier gibt. Die Katzen sind vom Aussterben bedroht. Viele werden überfahren. Als sich die Unfälle häuften, musste ich etwas tun und habe ein Schild gemacht. Das erste war mit einer normalen Katze. Das haben die Autofahrer übersehen. Deshalb habe ich dann eine Signalfarbe gewählt, damit es besser gesehen wird. Seitdem gilt der Bestand der Katzen als einigermaßen stabil. Seinen Lebensunterhalt verdient er damit, Touristen die Ursprünglichkeit der Insel näher zu bringen. Ich liebe unsere Natur. Deshalb habe ich es mir zur Lebensaufgabe gemacht, die Flora und Fauna der Insel zu bewahren, sie zu schützen. Ich will vor allem wichtige Aufklärungsarbeit leisten. Heute führt er eine Touristin aus Tokio über die Insel. Sakaya Nakamura verbringt hier ein Wochenende und möchte mehr über die Naturschönheiten des Tropeneilands erfahren. Ich habe gehört, dass wir heute zu einem wunderschönen Wasserfall mit dem Kajak fahren. Ich lebe in Tokio und komme dort nur wenig mit Natur in Berührung. Deshalb bin ich schon sehr aufgeregt. Mit einem Kajak kam die Mitarbeiterin eines Reisebüros noch nie in Kontakt. Deshalb ist erst einmal eine Trockenübung angesagt. Er hat mir erklärt, dass ich mich nicht zu sehr auf die Seite lehnen soll, wenn ich zum Beispiel Ästen ausweichen will. Ansonsten könnte ich die Balance verlieren und umkippen. Das will ich vermeiden. Auf der Insel herrscht das ganze Jahr über mildes Klima. Die Durchschnittstemperatur beträgt 23 Grad. Perfekte Voraussetzungen, um die unzähligen Tier- und Pflanzenarten zu entdecken, von denen viele nur hier auf der Insel vorkommen. In Tokio sind mir Tauben ziemlich egal. Aber diese bunte da drüben finde ich wunderschön. Hier gibt es so viele Dinge, die mir sonst nie aufgefallen wären. Aber Herr Morimoto zeigt mir, wie schätzenswert die Natur ist. Fast die gesamte Insel ist Naturschutzgebiet. Der Iriomote Ishigaki National Park ist der südlichste Nationalpark Japans.
Ich kenne hier so ziemlich alle Tier- und Pflanzenarten. Trotzdem entdecke ich immer wieder Neues. Vor allem Insekten, Reptilien und Fische, die ich vorher noch nie gesehen habe. Guide Takafusa Morimoto ist einer von nur 2300 Einwohnern. Einige Insulaner leben von der Landwirtschaft, die meisten aber vom Tourismus. Denn Iriomote gilt für viele Japaner als absolutes Paradies, das man einmal im Leben besucht haben muss. Ich mache momentan wenig Sport, deshalb habe ich jetzt schon Muskelkater. Aber das wird schon. Die anstrengende, knapp zweistündige Kajakfahrt lohnt sich. Denn nur so kann man die Naturgewalten der Insel aus nächster Nähe betrachten. Tokio ist so hektisch, aber hier konnte ich mich richtig gut entspannen und die Natur genießen. 3,5 Flugstunden vom kühleren Tokio entfernt, ein Stück tropisches Japan, das kaum einer kennt. In Japan werden die Menschen im Durchschnitt älter als irgendwo sonst auf der Welt. Die älteste Girlband der Welt stammt aus Okinawa, KBG 84. Die 33 Bandmitglieder haben ein Durchschnittsalter von 84 Jahren und sind in Japan richtige Stars. Die älteste Dame ist 101. Die ältesten Menschen Japans leben auf Okinawa. Und das hat mehrere Gründe. Ogimi ist ein 3000-Seelendorf im Norden der Hauptinsel Okinawa Honto. Hier leben die Ältesten der Alten. Nakaima Yukiko ist 90 und immer noch topfit. Wie macht sie das? Das Geheimnis ist, dass wir immer optimistisch und gut gelaunt sind, oft Freunde treffen und positiv in die Zukunft schauen. Hallo, komm doch rein. Schön, dich zu sehen. Ihre Freundin Okushima Kikue ist sogar schon 92. Zwar nicht mehr so gut zu Fuß, dafür aber geistig ebenfalls topfit. Und voller Lust auf Unternehmungen. Hast du später schon was vor? Noch nicht. Aber wir könnten zusammen zum Karaoke gehen. Auf Okinawa leben 400 über 100-Jährige, allerdings mehr Frauen als Männer. Die zwei Damen haben eine einfache Erklärung, warum die Herren früher sterben. Es gibt durchaus auch Männer, die über 100 Jahre alt werden. Aber die meisten Männer bleiben zu Hause und betrinken sich. Deshalb werden sie nicht so alt wie wir. Etliche Studien haben herausgefunden, dass die Menschen hier deshalb so lange leben, weil sie besonders glücklich, besonders sozial und besonders gesund leben. Die gesunde Ernährung auf den Inseln ist als Okinawa-Diät bekannt. Sie besteht aus viel Gemüse, Süßkartoffeln und Fisch, aber wenig Reis. Diese Shikowasa-Zitrone mache ich überall rein. Deshalb bleiben wir so lange gesund. Auf den Fisch, in den Schnaps. Eigentlich esse ich sie mit allem. Als Kind habe ich sie sogar pur gegessen. Einfach so. Na dann,
Guten Appetit, die Damen. Man könnte Okinawa als das Mallorca Japans bezeichnen, denn jedes Jahr kommen 10 Millionen Touristen, die meisten aus Japan. Und auf die wartet ein durchaus beachtliches Nachtleben, das auch für junge Menschen einiges zu bieten hat. Ich bin Leonardo, Okinawa Snoop Dogg. Der 25-jährige Leonard ist Rapper. Er ist einer von rund 1,5 Millionen Menschen, die auf Okinawa leben. Tendenz steigend. Ein Drittel ist jünger als 25, denn viele junge Leute bleiben wegen des guten Klimas, der Top-Universitäten und wegen eines guten Jobangebots. Auf Okinawa sind 30.000 amerikanische Soldaten stationiert. Das prägt. Von den amerikanischen Rappern finde ich Snoop Dogg am coolsten. Ich bin auf Okinawa fast so berühmt wie er. Eigentlich kennt mich die ganze Insel. Die ganze Insel kennt ihn wahrscheinlich nicht, aber Leonard ist auf jeden Fall eine Sensation bei den Jugendlichen auf Okinawa. Sein YouTube-Video How You Feel hat bereits 400.000 Klicks. Heute Abend hat er einen Live-Auftritt in einem Nachtclub in der Hauptstadt Naha. Leonard lebt von seiner Musik und hat mehrere Auftritte im Monat. Um Menschen zu erreichen, ist Sprache das beste Mittel. Mit meinem Rap kann ich alles ausdrücken. Negative Gefühle, Dinge, die mich glücklich machen, das ist für mich das Beste daran. Naha hat rund 320.000 Einwohner und etliche Clubs, Karaoke-Bars und Restaurants für jeden Geschmack. Jungen Menschen auf Okinawa fehlt es an nichts. Leonards Fanbase feiert ihn bei jedem seiner Auftritte frenetisch. Für unser Ohr vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig, bietet der Rapper den Jugendlichen hier genau den richtigen Sound. Der Snoop Dogg von Okinawa ist zufrieden. Das war heute der pure Wahnsinn. Es waren so viele junge Leute da. Und alle sind wegen mir gekommen. Das war echt eine geile Stimmung. Wir kennen uns schon seit der Schule und haben in derselben Hood gelebt. Seitdem hören wir die gleiche Musik. Er war schon immer der Größte. Und er könnte es vielleicht noch weit bringen. Zurück bei den beiden 90-jährigen Nakajima und Okushima. 1,5 Stunden Autofahrt von der Hauptstadt Naha entfernt, wollen die beiden es heute Abend beim Karaoke krachen lassen. Denn auch im Dorf Ogimi ist abends was los, wenn auch nicht ganz so viel. Ich liebe es, laut zu singen, aber ich kann es nicht besonders gut. Und meine Stimme klingt wie ein fauchender Tiger. Deshalb singe ich nicht so gern. Dafür tanze ich. Okushima singt am liebsten traditionelle Lieder. Manchmal auch moderne japanische Popsongs. Und Nakajima tanzt auf alles. Über 90 und noch so aktiv.
Die Okinawa-Glücksformel zum Älterwerden scheint zu funktionieren. Und die Damen haben sogar noch Pläne. Ich will mindestens 100 Jahre alt werden und hoffe, dass ich das schaffe. Als ich früher mal in Korea war, sagte mir ein Mann, wenn du 100 geworden bist, komm mich besuchen. Deshalb möchte ich weiterleben. Die Inselwelt der Präfektur Okinawa bildet mit ihren rund 160 Inseln den südlichsten Punkt Japans. Die Hauptinsel Okinawa Honshu liegt über 1500 Kilometer von Tokio entfernt. Alle Inseln sind größtenteils von tropischem Dschungel bedeckt und von tiefblauem Meer und Sandstränden umrahmt. Rund 90% der Bewohner leben auf der Hauptinsel. 10 Millionen Besucher kommen jedes Jahr, die meisten aus Japan. Außerhalb Japans kennt Okinawa fast niemand. Völlig zu Unrecht. Denn die Inseln sind nicht nur ein tropisches Paradies voller Natur, sondern bieten auch jede Menge Sport- und Freizeitangebote über und unter Wasser. Der Norden von Okinawa Honshu ist von dichtem Dschungel bedeckt. Hier versteckt sich ein ganz besonderes Reptil. Makishi ist Schlangenjäger. Er ist auf der Suche nach einer der 4 giftigsten Schlangen der Welt. Denn das Fleisch der Habu gilt in Japan als besonders schmackhaft. Ich habe keine Ausbildung. Alles, was ich weiß, habe ich von einem alten Mann gelernt. Er hat mir beigebracht, wo sich die Schlangen verstecken und worauf ich beim Einfangen achten muss. Zu beachten gibt es einiges. Erst einmal muss er die Habu-Schlange finden. Sie ist ziemlich scheu. Und wenn er sie findet, muss er auch noch höllisch aufpassen, denn ihr Gift ist tödlich. In der kalten Jahreszeit verhalten sie sich anders. Sie schlafen nachts auf warmen Steinen. Deshalb fange ich 90% in der Nacht. Aber jetzt im Sommer halten sie sich tagsüber vor allem am Wasser auf. Sie jagen dort Frösche. Seit 30 Jahren macht Makishi Jagd auf die Habu und andere Giftschlangen. Er lebt vom Verkauf des Fleisches und der Häute. Habt ihr das gehört? Da hat es geraschelt. Jetzt muss der 62-Jährige besonders aufpassen. Die Habu gehört zur Familie der Vipern. Die Habu wird aggressiv und springt rum, wenn sie sich angegriffen fühlt. Man muss genau wissen, wo sie landet, um sie zu fangen. Doch Makishi ist Profi und weiß genau, wann er zugreifen muss. Die Habu kann bis zu 2 Meter lang und 3 Kilogramm schwer werden. Wenn man von einer Habu-Schlange gebissen wird, führt das Gift sehr schnell zu einem Atem- oder Herzstillstand. Ein Biss ist somit äußerst schmerzhaft und führt unbehandelt meist zum Tod. Gegen das starke Nervengift der Habu hilft laut dem Experten nur ein etwas ungewöhnliches Gegenmittel. Kann man
Nach einem Biss muss man sich möglichst schnell diesen hochprozentigen Alkohol in die Wunde spritzen. Er ist eine Art Antiserum und neutralisiert das Gift der Habu-Schlange. Einmal wurde Makishi bisher gebissen, in die Hand. Dank seines hochprozentigen Gegenmittels überlebte er. Zu Hause bereitet er die Schlange für den Verkauf vor. Ich verkaufe das Fleisch an japanische Großhändler. Die liefern es tiefgefroren von hier in Großstädte wie Tokio oder Osaka. Außerdem macht er aus den Giftschlangen Habushu, einen beliebten Schnaps, der die Potenz fördern soll. Und ein bisschen Fleisch behält er immer für sich. In Zukunft möchte ich in diesem Gebiet einen Wildpark eröffnen. Eine Gelegenheit für Touristen, etwas über die Schlangen und über andere Tiere und Pflanzen der Region lernen zu können. Gleich geht es bei Grenzenlos von den gefährlichsten Giftschlangen zu den gefährlichsten Menschen auf Okinawa. Und zu einem ambitionierten Projekt an den Korallenriffen. Zurück auf Okinawa. In dem japanischen Tropenparadies leben die Menschen am und vom Wasser. Traumstrände für Erholung über dem Wasser? Und Korallenriffe mit zahlreichen bunten Fischen darunter. Seit Jahrhunderten leben viele Menschen hier vom Fischfang. Einer dieser Fischer ist auf einer besonderen Mission. Mekaru Munekazu desu. Yōshoku wo yatte orimasu. Monikazu Mekaru hat ein Projekt ins Leben gerufen, das die Korallen rund um Okinawa retten soll. Als der Fischer vor 15 Jahren merkte, dass immer mehr Korallen sterben, wurde er aktiv. In Wassertanks züchtet er neue Korallen. Freiwillige helfen dabei, diese wieder im Meer einzusetzen. Die Korallen sterben und ohne sie verschmutzt das Meer. Deshalb habe ich es mir zur Lebensaufgabe gemacht, Korallen zu züchten und sie wieder im Meer einzusetzen. Bisher haben rund 3500 Freiwillige mitgeholfen. Wenn ihr merkt, dass es euch nicht gut geht oder es euch schwindelig wird, gebt ein Zeichen. Sonst wird das nichts. Die Erwärmung der Wassertemperatur schadet den Riffen rund um Okinawa. Wir denken gar nicht global, sondern wollen hier im Kleinen etwas bewirken, damit die Korallen auch für die nächste Generation bewahrt werden. Das Coral Restoration Project hat es sich zum Ziel gesetzt, die sterbenden Korallenriffe rund um Okinawa wieder aufzuforsten. Ähnlich wie bei der Aufforstung eines Waldes pflanzen Taucher die an Land gezüchteten Korallen in Farmen unter der Wasseroberfläche neu an. Mein Ziel ist es, das Meer hier sauber zu halten. Deshalb hat mich die Firma, für die ich arbeite, hergeschickt, um mitzuhelfen. Ich bin heute das erste Mal dabei. Ohne Korallen gibt es hier keine Fische. Und ich möchte unbedingt, dass sie wieder zurückkommen. Bisher haben die Freiwilligen 11.000 neue Korallen im Meer eingesetzt. Jedes Jahr kommen mehrere hundert hinzu. Die Setzlinge kommen in zuvor gebohrte Felslöcher und wachsen dort zwischen 7 und 20 mm pro Jahr zu einem neuen Korallenriff.
Nach einer Stunde ist der Tauchgang beendet. Mir ist es wichtig, etwas für meine Kinder zu bewahren. Ich möchte etwas dazu beitragen, die Unterwasserwelt am Leben zu erhalten. Monika So ist zufrieden. Auch heute hat er mit seinem Einsatz wieder dazu beigetragen, die Riffe zu retten. Das Korallensterben ist tatsächlich ein globales Problem. Und deshalb möchte ich allen Freiwilligen danken, die mithelfen. Denn wir alle sollten überall auf der Welt dafür sorgen, dass die Korallen weiterleben können. Zurück in der Hauptstadt Naha. Hi, sei, ich bin Till Weber und ich bringe ein Stück Deutschland nach Okinawa. Gerade mal 100 Deutsche leben auf Okinawa. Der Universitätsprofessor Till Weber ist einer von ihnen. Ja, die Leute wohnen auf einer subtropischen Insel, ne? Und sie fahren auch tropisch entspannt. Kann schon sein, dass dann die Kreuzung vollgestellt wird oder so unmöglich gehalten wird, dass keiner mehr vorbeikommt. Da muss man die Ruhe bewahren. Der Berliner lebt seit 30 Jahren auf Okinawa und ist mit einer Japanerin verheiratet. Vor allem die entspannte Freundlichkeit der Menschen und das gute Essen haben es ihm angetan. Heute ist Einkaufstag bei Till. Das ist Bittermelone oder so eine Warzengurke, ne? Die sieht nicht so schön aus, aber ist herrlich bitter. Also in Okinawa isst man auch, mag man auch bitteren Geschmack. Wir essen Goya Champuru, das ist mit Tofu und Ei und Schweinefleisch und diesen grünen Stücken. Sehr, sehr lecker. Müssen unbedingt probieren in Okinawa. Das Leben auf Okinawa kostet in etwa so viel wie in Deutschland. Das Sortiment im Supermarkt unterscheidet sich dagegen aber deutlich. Zum Beispiel bei Kartoffeln. Manche sind innen gelb. Es gibt eine hier, die ist lila, knalllila innen drin. Und damit kann man eine Menge Süßigkeiten machen. Oder ich mache auch einen Kartoffelsalat mit Wasabi und Mayonnaise dazu. Ausgesprochen lecker. Alles verschiedene Sorten. Es gibt mehr als 10, 12 Sorten Süßkartoffeln hier in Okinawa. Der 53-Jährige spricht fließend Japanisch und kommt auch mit den Schriftzeichen zurecht. Es gibt ungefähr 2000, die hier so ein 18-Jähriger beim Verlassen der Schule gelernt haben soll. Und da kommen dann noch ein paar hundert im Laufe des Berufslebens dazu. Und also so viele habe ich nicht. Aber ich habe schon aus den Bereichen, wo ich unterwegs bin, einiges. Ne? Shiitake, zum Beispiel hier steht drauf, dass das aus China kommt. Ne? Das ist also ein Importprodukt hier. Hai, onegai shimasu. Mai bagu arimasu ne. Hai. Einkauf erledigt. Jetzt warten die Schüler auf ihren Deutschlehrer. Die Yukyu-Universität ist mit 8000 Studenten die größte auf Okinawa. Seit 1950 kann man hier zum Beispiel Recht, Medizin und Landwirtschaft studieren. Oder eben Deutsch bei Till Weber, der hier seit 20 Jahren tätig ist und auch bleiben will. Ehrlich gesagt, ich vermisse im Moment nicht sehr viel. Ich muss lange nachdenken. Brot, aber wir haben einen guten Bäcker. Und jetzt haben wir ja auch eine deutsche Brauerei in Okinawa. Ich vermisse nicht sehr viel. Hallo, kommen Sie alle rein. Bitte schön. Diesen Deutschkurs besuchen 7 Studentinnen und Studenten, alle um die 20 Jahre alt. Die Studierenden lieben den lockeren Unterricht und lernen hier Wesentliches über Deutschland. Wir haben letzte Woche über Kneipen in Berlin gesprochen. Ja, erinnern Sie sich noch an die Redewendungen, die Wörter? Natsuno-san, was trinkst du in Berlin? Ich nehme Berliner Weiße. Was möchtest du trinken in Berlin? Trinken? Ich habe eines Berliner Kinder. Ja. Getrunken, so ich möchte anderes Bier trinken.
ich weiß nicht, so Bücher merken. Schultheiß. Schultheiß? Okay, ich möchte Schultheiß. Vielleicht. Dankeschön. Viele junge Japaner lernen Deutsch, um später in Deutschland weiter studieren zu können. Auch wenn das Lernen der Sprache nicht so leicht fällt. Ja, sehr schwer. Und, aber ja, das ist jetzt so, Professor der Weber lernt mir und uns sehr gut. Mir macht Spaß, etwas aufzubauen mit anderen zusammen. Ich sehe uns eigentlich als eine Lerngemeinschaft. Ich bin hier der Lernpartner, ich bin nicht der Pauker, sondern ich biete was an. Ich habe ja manche Studenten 4 Jahre lang in kleinen Gruppen, ein richtiger Luxus. Und dann kann man sehen, wie sie also nicht nur mit Deutsch gewachsen sind, sondern auch als Persönlichkeit gewachsen sind. Das ist toll. Nach 2 Stunden ist der spaßige Unterricht zu Ende. Von der letzten Woche. Okay, bis nächste Woche. Wiedersehen. Wenn es Nacht wird in der Hauptstadt Naha, trifft sich die deutsche Community in einer Kleinbrauerei, die seit wenigen Monaten Bier deutscher Brauart anbietet. Der Deutsche Wolfram Opitz braut und verkauft hier Hefeweizen und Altbier. Prost. Ein Stück Heimat in der Ferne. Japaner sind nicht so die komplizierten Exoten, die undurchschaubar sind. Das ist so ein Image, was vielleicht in Europa manchmal kultiviert wird. Japaner sind ganz normale Menschen und man kann sehr schnell eigentlich sich eingewöhnen. Und in Okinawa wird man auch integriert. Es gibt da gar keine Schwierigkeiten. Okinawa ist der Geburtsort des bekanntesten Kampfsports der Welt, Karate. Seit dem 14. Jahrhundert wird er hier ausgeübt. Jedes Jahr finden etliche Festivals und Showveranstaltungen rund um Karate überall auf der Insel statt. Higaon Namoryo gilt als der berühmteste lebende Karatemeister der Welt. Er trägt den schwarzen Gürtel, besitzt den 10. Dan. Höher geht's nicht. Meister Morio hat etliche Bücher geschrieben und unzählige Schüler ausgebildet. Bis vor 6 Jahren bin ich jedes Jahr für mehrere Monate im Ausland gewesen, um Karate in aller Welt zu unterrichten. Ich war so in insgesamt 90 verschiedenen Ländern. Einer seiner Schüler ist der 62-jährige Yonesato Yoshinori. Er ist extra nach Okinawa gezogen, um vom Besten zu lernen. Das machen viele, auch Europäer oder Amerikaner. Denn in der Welt des Karate kennt und bewundert wirklich jeder Meister Morio. Unseren Meister Higaon Namoryo kennt man auf der ganzen Welt. Und ich bin wirklich stolz, der Schüler eines so berühmten Lehrmeisters aus Okinawa sein zu dürfen. Ein wichtiges Element beim Karate ist Kote Kitae, die Abhärtung des Körpers. Dabei wird trainiert, Schmerz auszuhalten und Schläge des Gegners einstecken zu können, ohne gleich in die Knie zu gehen. Ich war als Kind sehr klein und schmächtig. Ich hatte damals keine Kraft und war sehr schüchtern. Karate hat mich sozusagen zum Leben erweckt. Deshalb ist es mir so wichtig. Karate gilt auf Okinawa nicht nur als Kampfkunst, sondern als Lebensphilosophie, als Einklang von Körper und Geist und als Teil der Kultur. Im Unterschied zu anderen Karatearten geht es im Okinawa-Karate weniger um Angriff, sondern eher um Verteidigung.
Karate bedeutet für mich körperliche und geistige Stärkung. Das ist es, was es für mich so besonders macht. Meister Morio begann mit 14 Jahren Karate zu seiner Passion zu machen. Noch heute trainiert er jeden Tag mehrere Stunden. Karate ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Es ist mein ganzes Leben. Nur einmal habe ich für ein Jahr etwas anderes gemacht. Da war ich in einer Bank angestellt. Das habe ich aber schnell wieder sein lassen und mich erneut Karate gewidmet. So viel steht fest. Karate wird sein Leben bleiben. Gleich bei Grenzenlos. Auf Okinawa wird Reis nicht nur gegessen, sondern auch zu edlem Schnaps destilliert. Zurück auf Okinawa, in Japan. In einer Höhle lagern tausende Flaschen mit Zetteln voller Sinnsprüche. Was diese Tradition bedeutet, klären wir gleich auf. In dieser Destillerie entsteht ein Reisschnaps, den es so nur auf Okinawa gibt. Awamori ist ähnlich wie Sake, Alkohol aus Reis. Die Menschen auf Okinawa trinken gern mal ein Gläschen. Frau Sakiyama hat deshalb alle Hände voll zu tun. Ich bin hier auf Okinawa geboren und habe in die vierte Generation dieser Brennerei eingeheiratet. Man kann sagen, dass Awamori ein Teil meines Lebens geworden ist. Der Reis wird gewaschen, mit Dampf gegart und getrocknet. Ein bestimmter Schimmelpilz sorgt dann dafür, dass aus ihm später Alkohol wird. Aber Mori wird nicht wie Sake gebraut, sondern destilliert. Er ist deshalb leichter, verträglich und gesünder. Awamori ist außerdem hochprozentiger. Sake ist eher ein Reiswein mit etwa 15% Alkohol. Awamori ein Schnaps mit bis zu 43%. Es dauert einige Tage, bis die Vergärung in Stahltanks abgeschlossen ist. Und wie schmeckt der? Ja, der ist auf jeden Fall gut geworden. Awamori ist stark, aber wenn man ihn verdünnt, kann man ihn jeden Tag trinken, so wie ich. Das Geheimnis des Awamori ist die Lagerung. Je länger, desto bekömmlicher und weicher im Geschmack. Mindestens 3 Jahre muss er lagern, um Awamori heißen zu dürfen. Es gibt aber auch Flaschen, die mehrere Jahrzehnte alt sind. Ich hoffe, dass wir es durch unsere Arbeit schaffen, Awamori international bekannter zu machen. Aber was hat es nun mit der Höhle voller Flaschen auf sich? Familie Kuki kennt die Antwort. Zehntausend Flaschen Awamori lagern hier. Heute kommt eine weitere dazu. Zu bestimmten Anlässen wie Geburten oder Hochzeiten bringen die Menschen auf Okinawa eine Flasche Awamori hierher. Auf die Zettel schreiben sie Wünsche. Es ist wie eine Zeitkapsel. In 20 Jahren wird sie herkommen und ihre Handschrift von damals lesen. Und vielleicht sagen, oh, so habe ich geschrieben. So können wir diesen Moment in die Zukunft bringen. Das ist doch eine schöne Tradition, oder?
120 Euro kostet die Lagerung einer Flasche für 5 Jahre. Aber das ist es den Menschen hier wert. Familie Kuki hat sogar noch eine weitere Flasche in der Höhle. Als unsere Tochter vor 4 Jahren auf die Welt kam, haben wir eine Flasche für ihren 20. Geburtstag hergebracht. Auf Okinawa glauben wir, dass Awamori weicher und besser schmeckt, je länger man ihn lagert. Das wird das erste Mal in ihrem Leben sein, dass sie Alkohol trinkt. Hoffe ich jedenfalls. Ein schöner Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung geht. Es wird Nacht auf Okinawa, dem südlichsten Punkt Japans. Ein Ort voller gelebter Traditionen und Naturschönheiten, den bei uns kaum jemand kennt.